Lockere Verbindung und damit willkommen zurück in Train Sim World 2020 auf dem PC zusammen mit mir. Ich bin Felix der Weise. Wir sind wieder auf dem DLC East Coastway unterwegs, stehen hier am Bahnhof von Eastbourne und sollen in diesem Szenario einen Nahverkehrszug nach Lewis bringen und, wenn ich das richtig gelesen habe, auch dabei an jedem Bahnhof halten. Unser Zug steht hier schon bereit am Bahnsteig, aber wie ihr seht, muss dieser wahrscheinlich noch einmal aufgerüstet werden. Wir haben heute wieder typisch britisches Wetter, wie schon im letzten Szenario mit der Class 66, denn es regnet mal wieder und ja, das soll uns aber hoffentlich nicht davon abhalten, trotzdem unseren Zug pünktlich nach Lewis zu bringen. So, also erst einmal vor bis an den Anfang des Zuges, dann steigen wir ein, während hier gerade ein Gegenzug einfährt und wir schließen die Tür und nehmen Platz auf dem Fahrersitz. Dann muss der Zug halt noch etwas abfahrbereit gemacht werden, dann also Zündschlüssel ein, dann Richtungswende auf vorwärts. Wir öffnen die Türen auf der linken Seite, schalten uns die Zugsicherungssysteme AWS und DSD an. Dann schalten wir hier noch das Tagfahrlicht an. Ja, und dann sind wir soweit auch abfahrbereit. Gut, wir können uns noch den Scheibenwischer einschalten. So, nee, das ist ein bisschen zu schnell. Langsam reicht, glaube ich, bei diesem Niederschlag. Das ist unser Zug, der hier bereitsteht mit der. Ach, wir haben die Zugzielanzeige noch gar nicht eingeschalten. So. Moment. Das haben wir aber auch gleich. Naja, gut. Aber wir können schon abfahren. Wir verriegeln die Türen auf der linken Seite. Türen gehen zu. Und dann geht es los in Richtung. Oder jetzt geht's los in Richtung Lewis. Also so in etwa die halbe Strecke fahren wir heute ab in diesem Szenario. Können ja nochmal schauen, ob wir hier irgendwo die Zugzielanzeige einschalten können. So, aber jetzt erstmal den Bahnhof von Eastbourne verlassen. Es sind ja zwei Kopfbahnhöfe entlang der Strecke. Eastbourne ist ein Kopfbahnhof und Brighton ist ebenfalls ein Kopfbahnhof. Also schon sehr interessant. Von daher passt das schon mit der Strecke von Kopfbahnhof zu Kopfbahnhof. In 1,7 Meilen sollen wir dann am Bahnhof Hampton Park anhalten. Unser erster Zwischenhalt. Und das ist ja das schnellere Teilstück der Strecke, also von Eastbourne nach Lewis. Erreichen wir ja hier Geschwindigkeiten von bis zu 90 Meilen pro Stunde, das entspricht so in etwa 130, 140 Stundenkilometer. Die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeuges liegt hier bei 100 Meilen, die werden wir aber hier auf dieser Strecke nicht erreichen. Ja, und eine kleine Korrektur und Dankeschön für den Hinweis von euch. Und zwar habe ich fälschlicherweise im letzten Video behauptet, dass dies die erste Strecke mit Stromschiene ist. Das ist nicht ganz richtig, denn die erste Strecke, wo mit Stromschiene gefahren wird in Trains and World, das ist die Long Island Railroad. Zu dieser Strecke könnt ihr euch ebenfalls Videos auf dem Kanal anschauen. Das ist die erste Strecke in Transom World, welche eine Stromschiene enthält, und die East Coastway Strecke, das ist die zweite Strecke und die erste europäische Strecke, welche eine Stromschiene mitliefert. So, in einer Meile sollen wir schon anhalten, das heißt, es ist die Frage, ob wir überhaupt jetzt hier noch die 70 Meilen erreichen werden, denn wir müssen natürlich bei solchen hohen Geschwindigkeiten auch rechtzeitig mit dem Bremsen beginnen. So, deswegen gehe ich jetzt schon mal hier in den Leerlauf. Und wir können eigentlich schon anfangen hier zu bremsen. Denn gerade diese Geschwindigkeiten, die sind nicht zu unterschätzen. Man kann sich da ganz schnell verbremsen und wir müssen schon etwas genauer halten. Wir fahren schließlich eine Doppeltraktion der Class 377-4. Da muss man dann schon etwas genauer halten, aber das sollte kein Problem darstellen. Von der Fahrzeit her passt das Ganze auch noch ganz gut. So, jetzt aber nochmal in die Eisen gucken, dass wir hier recht gut am Bahnsteig zum Stehen kommen. Ja, da
das könnte vielleicht schon wieder ein bisschen zu früh gebremst sein. Moment. Das verstehe ich auch nicht, warum die Markierungen so gesetzt werden, dass der letzte Wagen gerade noch so an den Bahnhof passt. So, aber jetzt passt das ganz gut mit dem Halten. Wir öffnen die Türen wieder auf der linken Seite, um so dann die... Ja. So. Um so halt die Fahrgäste hier ein- und aussteigen lassen zu können. So, und hier seht ihr, ja, der ganze Zug passt ja am Bahnsteig, aber ihr seht, einen großen Spielraum hat man hier nicht. Also eine Dreifachtraktion könnte hier an diesem Bahnhof gar nicht halten. Da müsste einem Zugteil halt, also in einem Zugteil halt die Fahrgäste verschlossen bleiben. Ich habe sowas Ähnliches mal erlebt, das war mit der DB Baureihe 612, dem Regio-Swinger, und da war ich auf der Strecke von Goslar, beziehungsweise von Hannover über Bad Harzburg nach Halle-Saale unterwegs. Da gab es damals mal eine zweistündliche durchgehende Regionalexpress-Verbindung. Fahrzeit auf der gesamten Strecke waren dann 3 Stunden gewesen. Und die Züge sind in der Regel maximal in 2-Fach-Traktion gefahren. Und an diesem Tag war es aber eine 3-Fach-Traktion. Das Problem war, dass der dritte Triebwagen dann nirgendwo komplett am Bahnsteig gepasst hat und dann immer eine Durchsage kam bei den einzelnen Bahnhöfen, bitte an der vordersten Tür aussteigen. Ich glaube, in Halberstadt hat der gesamte Zug am Bahnhof gepasst und in Halle und in Hannover natürlich auch, in Bad Harzburg auch, aber unterwegs Bahnhöfe, ich glaube, Wernigerode zum Beispiel, da war das schon ein Problem. So, weiter geht's in Richtung Polgate. Das ist dann der nächste Halt in gut 2,1 Meilen und Fahrzeiten, die sind ja hier relativ angenehm, die wir jetzt hier fahren müssen. Wir sollen in knapp 4 Minuten da sein. Ja, wahrscheinlich heißt das Szenario nicht umsonst eine lockere Verbindung, dass wir ja ganz locker und ohne Stress durchkommen. Jetzt kommt hier sogar eine Zone, wo wir auf 80 Meilen beschleunigen dürfen. Mit 1,4 Meilen, das ist vor dem Bahnhof, da müssen wir die Geschwindigkeit auf 35 Meilen pro Stunde reduzieren. Das wird sicherlich noch zu beachten sein. Ja, schön, wie man diesen Scheibenwischer auch hier quietschen hört. Die Frage, regnet das überhaupt noch? Ich schalte den einfach mal aus. Das regnet nämlich schon gar nicht mehr. So, und jetzt müssen wir uns, jetzt haben wir gleich die 80 Meilen pro Stunde erreicht und jetzt müssen wir uns schon darauf vorbereiten, gleich auf diese 35 Meilen die Geschwindigkeit zu reduzieren. So, und das werden wir jetzt auch tun. Ja, tatsächlich, es hat nicht aufgehört zu regnen. Also stellen wir den mal auf unregelmäßig ein. Ich glaube, das reicht hier völlig aus. Allzu doll ist der Niederschlag nicht mehr. Jetzt muss man doch ein bisschen mehr in die... ein bisschen schneller abbremsen. Nicht, dass wir hier noch eine Geschwindigkeitsüberschreitung bekommen. Auch wenn das hier nicht so dramatisch gewertet wird wie im Train Simulator. Aber Geschwindigkeitsüberschreitung ist dennoch Geschwindigkeitsüberschreitung. Ja, wahrscheinlich wegen der engen Kurve hier, dass man hier jetzt nicht so schnell fahren darf. So, und da vorne kommt dann schon unser zweiter Halt. Oder wegen den Bauarbeiten, da was da auf der linken, auf der rechten Seite zu sehen ist. So, aber an und für sich können wir den Zug jetzt hier auch ganz gemütlich jetzt auch in den Bahnhof rollen lassen. Jetzt dürfen wir schon wieder 90 fahren und das werden wir aber erst machen, wenn wir dann hier wieder losgefahren sind und mal gucken, ob wir dann bis zum nächsten Bahnhof die 90 Meilen auch erreichen werden. So, Einfahrt in den Bahnhof von Polgate. So, dann halten wir in Polgate und das Ganze relativ genau diesmal und lassen auch hier die Fahrgäste
ein- und aussteigen. Ist eigentlich wirklich eine ganz, ganz lockere Verbindung bis jetzt. Jetzt habe ich leider, ich bitte um Verzeihung, nicht geschaut, wo ich die Zugzielanzeige einschalten kann. Ich bitte da um Verständnis. Ich weiß nur, dass man sie ja sicher einschalten kann. Geht ja mittlerweile bei sehr vielen Fahrzeugen. Können wir uns sogar, was können wir denn hier machen? Können wir gar nichts machen. Na gut. So, jetzt sollen wir noch 3 Sekunden warten und dann geht's gleich weiter bis 56. Ach, das ist 55, oh Gott. Leute, dann sind wir ja richtig gut heute in der Zeit. So, Wagenlänge sehen wir sogar hier nochmal. Hier sehen wir das DAA, was wir ja ebenfalls hier benutzen können. Türfreigabe, ihr seht, können wir auch über die Tasten machen. So, in einer guten Minute geht es erst weiter. Hier sehen wir auch verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. So. Naja, 15 Sekunden noch und dann können wir losfahren. Also wir sind ein ganzes Stück sogar früher an diesem Bahnhof angekommen. Aber lieber früher als zu spät. Ja Leute, ansonsten, Weihnachten steht vor der Tür. Habt ihr denn schon alle Geschenke zusammen? Oder geht's für euch noch in die letzten Tage jetzt los? Wir haben ja jetzt noch den Donnerstag, den Freitag. Und dann Samstag und natürlich noch den Montag zum Einkaufen. Ja, habt ihr denn alle Geschenke schon zusammen oder müsst ihr nochmal los? So, jetzt sollen wir eigentlich losfahren, denke ich mal. Oh, wir haben ja, glaube ich, irgendeine Störung. Irgendeine Störung haben wir hier. Hier müssen wir jetzt untersuchen. Begeben Sie sich zum Bahnsteig, um die Störung zu... Also, irgendwas müsste irgendwas... Ihr habt es ja auch gehört. Untersuchen. Begeben Sie sich zum Bahnsteig hinter der fehlerhaften Tür. Also irgendeine Türstörung haben wir. Ja, das hat sicherlich jeder, der regelmäßig Bahn fährt, auch schon mal erlebt. So, hier ganz hinten anscheinend gibt es hier irgendwo ein Problem. Geht mal ein bisschen weg. Ich fahre gleich los, liebe Leute. Hallo, möchte mal gerne durch. Danke. So, hier geht eine Tür nicht zu. Okay, das heißt, wir müssen diese jetzt manuell schließen. Ja, und kommt jetzt hier noch der Aufkleber drauf. Tür nicht benutzbar. Ne, wir sollen einsteigen und losfahren. Okay. Das ist ja kurios. Ist halt die Frage. Gott, Leute. Können wir die Tür jetzt manuell sperren? Oder müssen wir die jetzt bei jedem Bahnhof per Hand verschließen? Also, die Leute gehen auch nicht aus dem Weg. Ist ja nicht so, dass wir hier pünktlich weg wollen. So, Platz nehmen, Bremse lösen und dann kann es losgehen. Das hat natürlich jetzt einiges an Zeit gekostet. Der nächste Bahnhof ist 3 Meilen entfernt. Ein bisschen weg von der Bahnsteigkante. Ja, Türstörung habe ich selber auch schon erlebt in solchen Triebwagen. Dann, wie gesagt, wurde das ähnlich gelöst. Die Tür wurde manuell dann vom Zugbegleiter verschlossen und dann halt gesperrt. Und dann kamen dann halt die Aufkleber dran. Tür nicht benutzbar, das habt ihr sicherlich auch schon mal in dem einen oder anderen Zug gesehen. Einzige Ausnahme in dem Fall war damals, wo ich das miterlebt habe, das ist auch schon wieder einige Jahre her, an dem großen Bahnhof, wo der Zug dann seine Fahrt beendete, da wurde die Tür dann manuell auch wieder aufgeschlossen. Das war halt mitten im Berufsverkehr, damit die Leute auch schnell aus dem Zug dann wieder rauskamen. Aber an den Gleisbahnhöfen blieb sie dann halt zu. Und ganz toll ist, wenn du so einen Zug hast, wo ein ganzer Waggon nicht benutzbar ist, warum auch immer, und sich in den anderen beiden Waggons dann die Fahrgäste fast schon stapeln, das habe ich auch schon erlebt. Das sind also die Kuriositäten. Ich bin ja mal eine Zeit lang regelmäßig mit der Bahn unterwegs gewesen, mittlerweile nur noch sehr, sehr selten. Und tja, könnt ihr eigentlich, gibt es da ja sehr viel Positives. Einerseits sollen die Bahnfahrkarten ja jetzt billiger werden, also teils wohl weniger Mehrwertsteuer drauf und teils anders eben preiswerter werden. Andererseits will die Bahn jetzt eben auch in fallende neue Züge investieren und da muss ich sagen, ja, kann man nur unterstreichen.
Denn wenn Bahnfahrkarten billiger werden, braucht man mehr Züge. Vielleicht hat der eine oder andere das damals miterlebt. Ihr erinnert euch, ich glaube, es war 1995. Da hat man ja dieses Wochenendticket eingeführt. Das Prinzip, oder das, heute heißt das, glaube ich, schönes Wochenende. Und wenn man in der Woche das Ticket kauft, heißt das, glaube ich, quer durchs Land-Ticket. So, und damals hat man es halt in der, das hieß das Wochenendticket. Und das hat 15 D-Mark, also umgerechnet 7,50 Euro gekostet. Und da durften halt bis zu 5 Personen im Nahverkehrszügen durch komplett Deutschland fahren. Das Problem ist, man hat damals gedacht, ach, man kommt schon mit den Kapazitäten hin. Und da hat man ziemlich falsch gedacht, denn die, diese Kapazitäten, die kamen damals in ihre Grenzen. Die Leute haben zum Teil in den Gepäckwagen, die es an einigen Nahverkehrszügen zu dem Zeitpunkt noch gab, teilweise im Gepäckwagen stehen müssen, der ungeheizt war, weil die Züge hoffnungslos überfüllt waren. Das war, also es war die Katastrophe schlechthin, was da an den Zügen los gewesen ist. Und man hat ganz schnell, ich glaube 2, 3, 4 Wochen später, den Preis für dieses Ticket von 15 Mark auf 35 Mark erhöht, weil man gemerkt hat, man schafft es mit den Kapazitäten nicht. Und ich hoffe, dass man, auch wenn die ganze Geschichte schon relativ lange her ist, ich kann mich aber noch daran erinnern, dass ich das als Kind miterlebt habe, man kann nur hoffen, dass man halt aus diesem Fehler langfristig halt gelernt hat und eben, bevor man die Bahntickets jetzt hier billiger macht, dass man eben schon guckt, dass man auch die Kapazitäten dafür hat, denn ich kann es euch sagen, in vollbesetzten Zügen zu reisen, das macht auch nicht immer Spaß. Oh, das war ein bisschen zu kräftig gebremst jetzt, aber wir müssen auch jetzt in die Eisen gehen, ihr seht's. Das könnten wir aber noch schaffen. Oh, 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 Leute, das wird jetzt hier eng. Das wird jetzt eng an dem Bahnhof. Aber der zweite Zugteil sollte zumindest hier noch am Bahnsteig zum Stehen kommen. Ah ne, es klappt, das klappt sogar noch. Haben aber leider die Notbremse jetzt hier ausgelöst. Aber es klappt gerade noch, dass wir an dieser Station halten. Und ich habe leider gar nicht geguckt, wie diese heißt. Aber wir sind sogar pünktlich. Wir sind pünktlich angekommen, trotz der Türstörung. So, wo sind wir denn jetzt hier? Wir sind hier in Berwick. Oder Berwick. Ja, so viel schon mal zu dieser Geschichte, denn wie gesagt, fahren in vollbesetzten Zügen, klar, wenn ihr jeden Tag am Pendeln seid, ist das im Nahverkehr ein Stück weit normal. Da hat man sich irgendwann dran gewöhnt, dann ist man in der Regel eigentlich auch nicht so lange unterwegs, vielleicht maximal eine Stunde, aber eher sogar weniger, da ist es ja kein Problem. Aber wenn man dann im Fernverkehrszug 2, 3 Stunden stehen muss, ist meine persönliche Laune wäre dann schon im Keller. Also da würde ich schon sagen, nach anderen Möglichkeiten gucken, wie zum Beispiel mit Fernbussen zu fahren. Da hast du ja auf jeden Fall einen garantierten Sitzplatz, weil da dürfen die ja gar keine Fahrgäste mitnehmen, die dann im Bus stehen. Das ist ja da gesetzlich verboten und das müsste man meiner Meinung nach bei der Bahn auch einführen, zumindest auf solchen langen Strecken bei Fernverkehrszügen. Das gibt es ja aktuell nur beim ICE Sprinter, der ja wirklich auch so lange Strecken von einem zum anderen Bahnhof durchfährt. 2, 3 Stunden, da braucht man auch zwingend eine Sitzplatzreservierung. So, nächster Halt ist dann Gaint. So, den erreichen wir dann in 4,3 Meilen. So, können wir die Geschwindigkeit hochschrauben jetzt auf 70 Meilen, die wir jetzt hier fahren dürfen, beziehungsweise dann etwas später 90. Ja, wie gesagt, denn es ist manchmal so Chaos pur, jetzt ist auch um die Weihnachtszeit rum. Das Gute ist, was sich jetzt gerade im Fernverkehr geändert hat, schon, ich glaube im letzten Jahr war das, dass man mittlerweile ja im Internet schon die Kapazitäten des Fernverkehrszuges sieht, mit dem man fahren möchte oder wo man, wenn man die Reise plant, dass man das dann schon sieht, okay, der Zug könnte, ist schon relativ ausgebucht, ich nehme vielleicht einen davor oder einen danach, wenn es zeitlich möglich ist. Ja, und was mir natürlich nochmal erzählt wurde, dass es, mal Leuten im Fernverkehr passiert ist, ist auch toll, wenn du einen Sitzplatz reserviert hast und da sitzt halt schon jemand drauf und der natürlich auch die Sprache nicht so super gut versteht. Ich meine, das wurde dann trotzdem gelöst, das Problem, dass man sich da verständlich gemacht hat, aber das ist dann auch schon wieder so ein Problem, wenn da jemanden hast, der das vielleicht gar nicht versteht und da auch nicht durchgeblickt hat, weil diese Reservierungsschilder, die kann man ja auch mal relativ schnell übersehen.
Also ich weiß, die letzte Fernverkehrsreise, die ich gemacht habe, das war auf der Strecke Dresden-Berlin, aber da bin ich halt, ich glaube, an einem Dienstag gefahren und da war das alles nicht so wild. Also da ist ja also zwischen den, von Dienstag bis Donnerstag ist das ja alles kein Problem. Die schlimmsten Tage sind halt vor allem Freitag, Wochenende und Sonntag. Also Samstag ist manchmal auch ganz schön schlimm, aber gerade Sonntag und Freitag, das sind die schlimmsten Tage, vor allem der Sonntag, weil da weniger Züge fahren, aber trotzdem relativ viel in den Zügen los ist, weil viele wieder zu ihrer Ausbildung oder zu ihrem Studium unterwegs sind. Das sind so die Tage, die ich aus euch schon ans Herz legen kann, wenn man das vermeiden kann, fahrt nicht gerade an diesen Tagen. Ist es auch schwer, Spartickets zu kriegen. Die letzte Sparticketreise, die ich gemacht habe, also wie gesagt, Eurocity Berlin-Dresden, ist kein Problem, kann man zu gewissen Zeiten ohne Platzreservierung fahren. Und einmal hatte ich ja diese Nordseereise gemacht. Ich glaube, da hatte ich euch auch mal ein Video davon online gestellt. Oder das ging in die Nähe der Nordsee. Da bin ich dann aber schon erste Klasse gefahren. Sparpreis erste Klasse. Mit, glaube ich, 4, 5 Fernverkehrszügen, weil da im Sparpreis ja schon die Platzreservierung enthalten ist. So, wir nähern uns dem nächsten Bahnhof. Ich glaube, das ist auch. Nee, der letzte ist es definitiv noch nicht. Ich glaube, da kommt mindestens noch einer. Ich glaube, London Road ist dann der letzte vor. Nee, Quatsch, wir sind vor Lewis. Vor Lewis. So, jetzt werden wir aber schon mal hier den Bremsen beginnen oder zumindest den Zug schon mal rollen lassen. Ein bisschen zu früh die Geschwindigkeit reduziert. Wann sollen wir denn da stehen? 13.38 Uhr Sekunden, also in 2 Minuten. Das heißt, wir müssen gar nicht so hetzen hier mit dem Anbremsen. Ja, das sind mindestens mal so meine Erfahrungsberichte. Und ich habe ja auch eine, auch wenn das schon eine ganze Weile her ist, auch eine Berufsausbildung gemacht. Und die war halt so weit weg vom Elternhaus, dass ich da immer am Sonntagabend halt gefahren bin. Und am Freitag Nachmittag, beziehungsweise oder frühen Abend, je nachdem, wieder zu Hause gewesen bin. Am Freitag war es vom Zugfahren her nie das Problem, da ich in einer Großstadt immer eingestiegen bin, aber der fuhr nicht dort los, sondern der kam aus einer anderen Stadt. War aber immer genug Platz, war ein Doppelstockzug damals mit 3 Wagen. Alles überhaupt kein Problem. Aber und auch von, ich musste ja einmal umsteigen während meiner Reise, das war auch kein Problem. Na gut, da war eher die Anschlusszeit ein Problem, weil auf der Strecke damals Bauarbeiten waren und du musstest immer am Anschlussbahnhof eine Stunde warten, egal welche Verbindung du genommen hast. Das war dann schon irgendwann mal ein bisschen nervig, weil dir da auch wieder eine Stunde verloren geht. Und ja, war eigentlich nie das Problem. Nur am Sonntag war es halt immer das Problem. Und das ist auch so ein Thema, was ich zwar kostentechnisch verstehen kann, aber ich moralisch nie verstehen werde. Am Sonntag, wenn wir auf einer Strecke die Züge statt stündlich nur noch alle 2 Stunden fahren, ist das eine. Und dann aber noch verkürzt, obwohl man eigentlich auch irgendwann weiß, dass halt relativ viel in den Zügen los ist. Das ist so eine Sache, die ich nicht mehr verstehen kann. Klar hat das einen kostentechnischen Grund. Wenn da halt nur ein Triebwagen bestellt ist, fährt halt meist nur einer. Aber so richtig verstehen werde ich das leider nie, weil ich weiß nicht, wenn man weiß, um die Zeit ist so und so viel los, dann muss ich doch gucken. Entweder ich hänge ab einem gewissen Bahnhof einen zweiten Triebwagen dran oder ich fahre halt diese Leistung mit 2. Ja, das war so damals so ein bisschen die Erfahrung, weil ich habe diese Zeiten noch erlebt auf den Strecken, wo dann die lokbespannten Züge, also Wendezüge, dann auf Triebwagen umgestellt wurden. Und ja, die lokbespannten Züge hatten immer Platz, egal zu welcher Zeit du gefahren bist, du hast immer deinen Sitzplatz bekommen. Dann kamen die Triebwagen, die zwar an manchen Stellen barrierefreier ausgestattet sind, ohne Frage. Und wenn man 4 Personenwagen, also 4 Halberstädterwagen, dann gegen 2 die Zero-Züge ersetzt, da kann das zu den verkehrsstarken Zeiten schon etwas eng werden. Aber es hat ja trotzdem dann alles geklappt, aber es ist dann schon manchmal, also ja, wenn du dann noch so Reisegruppen hast, ich kann mich an ein Beispiel erinnern, da bin ich mit einer, war ich auch unterwegs zur Ausbildung oder war das eine Weiterbildung, ich weiß es nicht mehr, und hatte da eine Ausbildende, die auch in der Nähe von meinem Wohnort gewohnt hatte, sodass man halt ab einem gewissen Bahnhof dann dieselbe Strecke zusammengefahren ist, man hat sich getroffen und sie war halt
schwanger und der Zug war wirklich voll besetzt, weil da mehrere Reisegruppen waren und ich habe sie da auch im Abteil so ein bisschen lauter gefragt, hast du deinen Mutterpass dabei? Und dass keiner der Fahrgäste hat ihr da irgendwie einen Platz angeboten. Also das fand ich dann schon, ja, haben da die Leute gehockt und da Skat gespielt am Tisch und fand ich schon, ja, von Mitreisenden, naja, ich meine, wenn man da sieht, dass da jemand wirklich entweder krank ist, also mit Krücken unterwegs ist oder eben in anderen Umständen ist, sprich schwanger ist, ist meine Meinung schon, dass man der Person, je nachdem, wenn man es dem Menschen schon ansieht, dass man ihm schon einen Platz anbieten sollte, ist meine Meinung dazu. Ja, aber es sind alles Beispiele, die sind auch schon etwas länger her, aber ich weiß es, auf der Strecke hat sich bis dahingehend auch nicht viel geändert, was die Kapazitäten angeht. Was sich aber geändert hat in den Orten, das sind die Einwohnerzahlen, die da rückläufig sind. Das heißt, es kommt dort zwar ab und zu noch zu Engpässen im Berufsverkehr und im, also einmal im Berufsverkehr und dann noch im, und natürlich eben an Sonntagsverkehren, aber ist es nicht mehr so krass, wie das halt früher gewesen ist. Ja, das ist mal so ein bisschen Geschichte von so meine Bahngeschichten. Wie gesagt, in einigen Jahren Bahnfahren, da macht man eben schon so einiges mit. Wenn ihr so mehr Bahngeschichten und so von mir erfahren wollt, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ich habe da schon die eine oder andere Anekdote zu erzählen. Es gibt ja nicht nur Negatives. Heute hatten wir mal wieder so ein bisschen eher einen negativen Teil, aber es gibt auch sehr viele positive Sachen diesbezüglich zu erzählen, weil ja nicht immer so beim Negativen bleiben. Es gibt auch sehr viel Positives da zu berichten. Also, wenn ihr da Lust habt, ein bisschen mehr, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. So, ja, warte, ins 40, denn Einfahrt Bahnhof Luest, da war, glaube ich, sogar nur 10 Meilen, wenn ich mich jetzt hier so recht erinnere. Wir sollten das Ganze aber trotzdem pünktlich jetzt eigentlich erschaffen. Ne, hier kommt schon die nächste Ankündigung. Ich glaube, hier ist dann irgendwo nur noch 10 Meilen. Da müssen wir dann aufpassen. Ja, das wird jetzt knapp. Das wird jetzt natürlich knapp. Hier kommt nämlich die nächste Herabsetzung. Und die nächste Ankündigung. Moment, 40 gilt jetzt gleich ab hier. Hier gilt jetzt die 40. Und da kommt doch gleich die 10. Ja, die 20 wollte ich. War doch irgendwas. Ich kann mich doch schon noch ein bisschen an die Strecke hier erinnern. Wir sind ja, fahren jetzt nicht das erste Mal. Wir fahren, glaube ich, bloß das erste Mal von Eastbourne hier in diese Richtung. So, deswegen meldet sich jetzt hier ab und zu auch das DSD, beziehungsweise das DRA. So, dann geht es runter auf 20 Meilen. Ja, hier hätte man schon. Na gut, 13:30. Ja, vielleicht. Vielleicht schaffen wir das noch. So, genau am Ende steht das Signal am Ende des Bahnsteiges. Das heißt, wir sollten hier möglichst auch genau halten. So, übrigens, das mal nebenbei erwähnt. Ja, jetzt kam die 10, ist klar, die war ja vorhin mal angekündigt. Ich hatte das auch in Erinnerung, dass man hier nur 10 durch den Bahnhof fahren darf, aber naja. Es kann ja auch mal von Gleis zu Gleis unterschiedlich sein. Jetzt haben wir doch noch eine Geschwindigkeitsüberschreitung drin. So, nebenbei mal bemerkt, das Szenario war mit 20 Minuten Fahrzeit angegeben. Jetzt sind wir bei 28 Minuten. Also, ich glaube, das dauert hier eher 30. Aber gut, das ist jetzt hier Nebensache. Wir kommen auch ein bisschen, ein paar Sekunden jetzt hier zu spät an. Oh, jetzt gucken wir, dass wir den Zug jetzt auch noch hier zum Stehen bringen. Da vorne sollen wir halten. Direkt am Signal. So, dann bringen wir den Zug hier zum Stehen und lassen jetzt hier natürlich auch die Fahrgäste ein- und aussteigen, denke ich jedenfalls mal. Wenn wir denn jetzt mal hier die nächste Meldung bekommen, stehen auf jeden Fall auf der Markierung. So, wir entriegeln jetzt natürlich rechts die Türen. Sehen wir auch nochmal unseren Zug und ich bin ja gespannt. Das ist nämlich schon das vorletzte Szenario, was wir heute gespielt haben. Ich bin ja gespannt, was uns dann im letzten Szenario erwartet. Ich finde das heute eine tolle Idee mit der Türstörung. Das sind eben genau solche Zwischenfälle, die eben auch mal passieren können, dass man eben mal
so ein Problem beheben muss. Das passiert ja fast in allen Zügen. Ich habe sowas auch schon in der Straßenbahn erlebt, im Bus habe ich das auch schon erlebt. Also das sind so eben die Alltagssachen, die eben mal passieren können. Ich finde es toll, dass dies hier eben auch noch berücksichtigt wird. Wir erreichen die Goldmedaille mit 7388 Punkten und schließen das Szenario erfolgreich ab. Ja, liebe Leute, und das war es schon wieder für heute im Trainsome World. Wir sehen uns dann im nächsten Part zum letzten Szenario wieder. Ich danke euch bis hierhin fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Euer Felix, der Weise.